Bus weg, U-Bahn zu spät, S-Bahn defekt, Ticket vergessen. Wer regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel nutzt, der kann ein Lied davon singen. Nicht verzagen, meinen viele Betreiber. Denn die digitale Zukunft schlägt ganz andere Töne an. Also ich gehe fest davon aus, dass das Thema Digitalisierung im öffentlichen Nahverkehr im Laufe der nächsten 10, 20 Jahre das Megathema schlechthin sein wird. Also Ticketkauf, Fahrplaninformationen, das ist ganz entscheidend. Und natürlich auch die Kopplung mit anderen Anbietern. Dieser Punkt wird vor allem für das Thema Interoperabilität wichtig. Interoperabilität heißt, der Fahrgast gibt nur noch an, dass er von A nach B möchte. Wie die Route ist und welche Verkehrsmittel dafür notwendig sind, das berechnet das System. Vom Taxi über die U-Bahn bis zum Regionalexpress. Im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg werden neue Dienste schrittweise an den Start gebracht. Digitale Fahrgastinformation liefert etwa die Live-Karte. Sie zeigt die aktuellen Fahrten von Bus und Bahn in Echtzeit auf einer Karte an. Die Live-Karte fragt alle Fahrzeuge in der Umgebung ab und idealerweise, wenn wir dann die BVG-Busse noch komplett mit drin haben, können Sie bei jedem einzelnen Bus sehen, wie viel Verspätung er hat oder bei jedem einzelnen Zug. Wobei im Sinne der einfachen Nutzung hier noch gefeilt wird, welche Informationen für den Nutzer wichtig sind und welche nicht. Denn eines ist klar, das System muss mitdenken und darf Ankunftszeiten nicht einfach nur unreflektiert darstellen. Denn wenn man das eins zu eins so machen würde, dann würde ein einzelner Bus dran stehen, der hat 120 Minuten Verspätung. Ja, der konkrete Bus hat tatsächlich 120 Minuten Verspätung. Das ist aber dem User vollkommen wurscht, weil der nächste Bus schon 5 Minuten später ja fährt. Also diese Information nützt ihm nichts. Auch um Interoperabilität für den Kunden sinnvoll nutzbar zu machen, sind noch einige Schritte nötig. Denn der Kunde will einfach von A nach B und keine Wissenschaft daraus machen. Also wenn er feststellt, er kommt von A nach B auf 20 verschiedene Varianten, dann nimmt er die, die er schon immer genommen hat, weil die kennt er. Das andere kann er einfach nicht mehr verarbeiten. Und da zu finden, also was zeigt man dem Kunden, was zeigt man dem Kunden nicht, das wird eine ganz spannende Frage. Noch kurz zum Thema mobile Lösungen. Der VBB setzt derzeit einerseits verstärkt auf E-Ticketing. Wir haben seit dem 1. Januar 2013 inzwischen ungefähr 350.000 Nutzer in Berlin und Brandenburg mit den Chipkarten ausgerüstet. Und auch die Möglichkeit des Handy-Tickets wird angeboten. Das ist an unsere VBB-App angebunden. Und zwar haben wir da einmal den Link zu dem DB-System Touch & Travel. Und direkt aus der Fahrinformation kann man Tickets über das System Handy-Ticket Deutschland kaufen. Diese Kombination aus Fahrinfo und direkt Ticketkauf, die ist in dieser Form auch neu. Die gibt es so kein zweites Mal in Deutschland. Jetzt aber keine Sorge, falls Sie noch kein Smartphone besitzen. Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir von jedem Fahrgast erwarten können, dass er so etwas automatisch hat. Aber ich gehe in der Tat davon aus, dass wir irgendwo in einem Zeitraum zwischen 10 und 20 Jahren wahrscheinlich uns vom Papierticket irgendwann mal verabschieden werden.